Damit recht herzlich willkommen bei Black Mirror 3. Ja, das letzte Mal haben wir erkannt, dass wir ein paar Wege gehen sollen. Einmal im Schloss und zum zweiten ins Hotel. Im Schloss haben wir Victoria getroffen. Ich habe nochmal den Stammbaum übrigens nachgeguckt, wirklich die Urgroßmutter. Es gab nämlich noch unsere eigenen Eltern, also die Eltern von Samuel, unsere Großeltern sozusagen, waren Eliza und noch jemand gewesen. Da habe ich jetzt überhaupt keine Erinnerung, dass die überhaupt mal aufgetreten sind. Aber da schon im ersten Teil die vor allem Mannschaftsverhältnisse jetzt nicht gerade perfekt immer dargestellt waren. Ja, auf jeden Fall haben wir sie getroffen. Sie war auch nicht sehr begeistert von uns. Sie hat uns auch ein bisschen die Schuld gegeben an allem. Was schon ein bisschen schade ist, weil als letzter Verwandter, der offensichtlich erstmal lebt, wir wissen ja nicht, wer noch da ist. Ja, und der Murray ist in relativer Arsch gewesen, denn er wollte gern, dass wir, oder er hat eine Falschaussage gemacht, wissentlich, die uns ins Gefängnis gebracht hat, und er würde die nur revidieren, wenn wir für ihn einen Dienst erweisen. Der Dienst ist einfach, wir schießen ein Foto von uns selbst mit einem Messer in der Hand, weil der ist ja so auf der Schiene, die Gegend zu vermarkten. Und zwar mit den Horrorgeschichten von Samuel und halt wahrscheinlich auch Darren. Oder Adrian, wie er auch heißt. So, na, dann wollen wir mal weitergucken. Im Hotel. Black Mirror Castle im Posterformat. Ich frage mich, wer sich sowas übers Bett hängt. Ach, es gibt alles mögliche, was ich übers Bett hängen kann. Von daher ist so ein... Der Willow Creek Telegraph. Die Gäste müssen ja auf dem Laufenden bleiben über alles, was der Mörder so treibt. Ich frage mich nur, was steht da drin, wenn es gerade mal kein Mörder ist. Ich meine, das ist ja nicht viel. Ein großer Wagen für die Massen an Gepäck der hereinströmenden Touristen. Murray hatte schon immer einen Hang zum Größenwahn. Am Anfang kamen ja viele Gäste nach Samuels Mordserie, aber danach... Das sind Infos über alle Attraktionen, die Willow Creek so zu bieten hat. Das Mordmuseum. Die Tatortroute inklusive Stippvisite im Pub und Gruppenfoto vor dem Schloss. Mehr will ich gar nicht wissen. Das war wie ein Ort sich vermarktet, nur um sowas auszuschlachten. Aber klar, die wollen auch ein bisschen Geld machen. Was haben wir da? Blutige Grüße aus dem Mörderdorf. Black Mirror Castle sehen und sterben. Hello and goodbye mit den Gordons. Ziemlich einseitige Kartenauswahl. Falls er nicht mal gefragt wird, warte mal, könnte ganz rechts ist da noch was? Nee. Sie will nicht mal gefragt werden, ob das okay ist, was hier abgeht. Naja. Ein Telefon? Boah, wirklich? Ein Telefon? Meine Güte. Diese Aussage. Eine Schale mit Äpfeln, bestimmt vergiftet. Natürlich für die Gäste. Mary, mein Lieblingshotelier. Zuvorkommend, hilfsbereit, höflich und stets bemüht, aus Verbrechen den maximalen Profit zu schlagen. Na, was kann man denn noch fragen? Hi, Mary. Oh, der ehrenwerte Mr. Michaels. Was haben Sie auf dem Herzen? Der Wald um Willow Creek ist ziemlich finster. Es ist ein ganz ausgezeichneter Wald, voller Geister und Dämonen, wenn man dem Volksmund Glauben schenken darf. Die perfekte Kulisse für all die grausamen Morde, die hier passiert sind und bedauerlicherweise noch passieren werden. Sie können es kaum erwarten, was? Ich lebe lange genug hier, um zu wissen, dass Geduld sich auszahlt. Warum gehen Sie nicht selbst los und legen ein paar Leute um, wenn Sie so scharf darauf sind? Ich bin Geschäftsmann und kein Mörder. Ein kleiner, aber durchaus feiner Unterschied, Mr. Michaels. Ein absoluter Arsch, muss ich sagen. Dieses Foto von mir, was Ihnen da vorschwebt. Nur ein kleiner Gefallen, eine geringfügige Anstrengung Ihrerseits, auch nichts Großes. Sie müssten sich nur ein bisschen mit Blut beschmieren und ein Messer schwingen, möglichst Angst einflößen, versteht sich? Na, versteht sich sonst nichts. Am besten noch nackt auf dem Leuchtturm bei Vollmond. Oh ja. Sie sind der Profi. Ich vertraue da ganz Ihrer Intuition. Wer garantiert mir, dass Sie damit nicht sofort zur Polizei rennen? Oh, was hätte ich denn davon? Sie schätzen mich völlig falsch ein.
Außerdem wird jeder sehen, dass es gestellt ist. Ich brauche nichts Authentisches. Eher was Stilisiertes, wie für ein Filmplakat. Sie wollen ein Plakat daraus machen? Lieber eine lebensechte Pappfigur für den Hoteleingang, wenn Sie nichts dagegen haben? Machen Sie, was Sie wollen, nur machen Sie auf jeden Fall Ihre Aussage bei der Polizei. Und das ist auch das, was ich sagen. Einverstanden. Und? Irgendwas Aufregendes passiert? Sie meinen außer dem Mord an Miss Valley und dem Schlossbrand, bei dem 3 Menschen umkamen? Der Jahrmarkt ist zu Ende. Dafür gibt es eine neue Ausstellung im Willow Creek Museum for Modern Murder. Es öffnet in ein paar Tagen. Das sollten Sie sich unbedingt ansehen. Es lohnt sich. Für Sie ganz sicher. Hätten die von der Gerichtsmedizin nicht rauskriegen müssen, dass die Sandy eher gestorben ist? Aber wer weiß, wie viel sie von der Leiche noch gebogen haben. Die ist ja ertränkt worden in heißem Wasser und da auch verbrüht. Sah sehr lustig aus, das Bild. Im zweiten Teil. Sie wissen aber schon, dass ich mit dem Schlossbrand nichts zu tun habe, oder? Naja, also laut Zeitung... Die Regenbogenpresse ist ja weltberühmt für ihre Glaubwürdigkeit. Natürlich steht da nicht immer ganz die Wahrheit. Aber die Schlagzeilen helfen mir, das Hotel am Leben zu halten. In diesem Fall auf meine Kosten. Mhm. So ein Scheiß. Kennen Sie den Inspektor? Mr. Spooner? Oh ja, aber sicher. Er war 2-mal bei mir. Hat das halbe Hotel auseinandergenommen. Ein wirklich rücksichtsloser Kerl. Aber auch gut für das Geschäft. Wann kann man schon als Tourist direkt bei so einer Ermittlung zusehen? Nur leider hat er sämtliche persönlichen Gegenstände von Ihnen und Miss Angelina Morgan konfisziert. Ich kann also nur Repliken im Museum ausstellen. So ein Pech aber auch. Bis dann. Die würden ansonsten auch erstmal. Frisch ans Werk. Auch erstmal uns gehören, jetzt nochmal so nebenbei. Aber das ist privat! Das, so weit konnten wir noch nie den Bildausschnitt weitergehen. Eine Bürotür. Interessant. Gar keinen Spruch zu den Pflanzen. Das ist auch neu. Das ist so. Der Grundriss vom Hotel. Hier sind alle Räume eingezeichnet. Murrays Büro liegt direkt neben meinem Zimmer. Der Grundriss vom... Das war damals nicht. Da kann man gleich vor und hat die beiden Räume. Just wie im ersten Teil. Interessant. Zimmer 2 ist unser. Na gut, wir haben jetzt andere gekriegt. Boah, sind einige Besucher da. Das Zimmer sieht fast genauso aus wie das andere, das ich vor 3 Wochen hatte. Wahrscheinlich hat Murray Rabatt für die Innenausstattung bekommen. Wo ich gerade hier bin, verstaue ich den Kram, den ich nicht mit mir rumschleppen will. Oh, die Augenringe, guckt euch den mal an. Wie, die Lampe war übelst toll gewesen im zweiten Teil. Da läuft nur atmosphärisches Rauschen. Wahrscheinlich muss man für das Fernsehprogramm extra bezahlen. Oder es soll noch diese... so eine authentischer wirken hier in der Gegend, wo die Morde geschehen sind. Um den hässlichen grauen Teppich zu verdecken, wurde ein noch hässlicherer beiger Teppich drüber gelegt. Super Strategie. Ja. Cover the cover. Ein antiquiertes Stück für antiquierte Hintern. Dann setze ich mal rein. Oh, diese Lehnen. Da noch ein Buch dazu. Hm. Stadtansichten von Willow Creek. Immerhin besser als Porträts von meinen blutrünstigen Verwandten. Du hast so normale Verwandte gehabt. Direkt hinter dieser Wand befindet sich Murrays Büro. Direkt hinter dieser... Oh Gott, ich habe Angst, was er da macht. Eintreten? Ich habe bloß eine Jacke aus Boston mitgenommen. Und die lasse ich Tag und Nacht an. Das Ding hier ist völlig unbrauchbar für mich. Und du bist auch total unriechbar für alle. das heißt, das ist ein gespiegelter Raum von dem, den wir das letzte Mal hatten. Zweiten Teil. Heißt, unser Bett ist hier links. Ich find's gut, also sie haben teilweise die Screens übernommen, aber auch ein bisschen neu gemacht, also diese Gänge sind komplett neu. Sauber aus den Angeln gehoben. Wahrscheinlich waren die Scharniere kaputt. Wollte schon fragen, sieht irgendwie ein bisschen schief aus. So, da hinten ist nur eine kleine Sitzecke. 2 Sessel, ein Tisch, ein Regal mit Büchern. Da kommt jemand von dort, das heißt, unten ist irgendwo was.
Nun gut. Ich würde mir sonst meinen Grundriss angucken. Da schon nicht. Du läufst wie eingekackt. So, dann müssen wir wahrscheinlich mal das Foto machen. Ich denke mal, das ist jetzt gerade unser Hauptpunkt. Oder kann ich aus dem Tagebuch vorlesen? Wie sich Toya übergeht, glaubt mir kein Wort. Achso, wir können gar nicht die Aufgaben uns anschauen wie im ersten Teil. Inhaltsverzeichnis auf Victoria. Wie sie Toya wohl geht, sie ist ganz allein im Schloss. Keine Eleanor, kein Bates, niemand mehr. Vielleicht kann ich ihr irgendwie helfen. Ich könnte bei ihr wohnen und ihr zur Hand gehen. Das ist das Mindeste, was ich für sie tun kann. Sie hasst mich. Victoria gibt mir die Schuld an allem. Ich hätte wegbleiben sollen. Weit weg in Boston. Und dazu noch diese Vision. Ich würde Victoria doch nie etwas antun. Es war Angelina, die das alles eingefädelt hat. Sie hat mich hierher gelockt und all die Menschen auf den Gewissen. Victoria glaubt mir kein Wort. Wenn ich nur einen Beweis darüber hätte, den ich ihr zeigen könnte. Naja, das ist relativ schwer. So, wir sollen zum Schloss gehen. Cool, guck mal, jetzt können wir die Orte schon an. Ping. Wormhill noch nicht. Gorm's Palace Hotel. Hotel. Nio, 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 nio. Warum läuft man so rum? Nicht gerade. Egal. So, na gut, dann werden wir uns mal die Kamera. Eine Polaroid-Kamera. Murray hat sie mir geschickt. Na gut, was soll's. Wenn das jemand gesehen hat. Ist das Foto so gut genommen? Vor allem, er will einen Aufsteller daraus machen. Und dann haben wir so eine Polaroid-Kamera, wo wir eh noch einen Ausschnitt haben. Ein Foto von mir vor dem Schloss. Das muss für Murray reichen. Lustig wäre es, wenn es nicht reicht und wir jedes Mal erstmal Neues machen müssen. Interessant ist immer der Punkt angezeigt und gelaufen. Ein bisschen unnütz irgendwo, aber ist ja lustig. Die Stufen waren nicht interessant. Da geht es einige Stufen nach unten. Okay. Wieder schönes englisches Wetter. Na denn, hier. Nimm es. Werde damit glücklich. So, da haben Sie Ihr dämliches Foto. Zufrieden? Ah, oh, da ist ja kaum was zu erkennen. Ich vor dem Schloss. Wie abgemacht. Auf zur Polizei, Murray. Sie müssen selbst wissen, wie wichtig Ihnen meine entlastende Aussage im Mordfall Valley ist. Murray? Schon gut, ich nehme es. Erst zur Polizei. Na gut, ich gehe noch heute hin. Ich bin ein ehrenwerter Geschäftsmann. Und ich bin ein besessener Irrer. Wie wäre es, wenn Sie sich erstmal auf Ihrem Zimmer ausruhen und bis Sie wieder wach sind, ist mit der Polizei alles geregelt? Ich könnte wirklich etwas Schlaf gebrauchen. Was? Darren sagt so einen Satz? Ich erinnere daran, im ersten Teil, wo sie sich nicht hinlegen wollte, bis das mit Angelina geklärt ist. Mehrere Tage ohne Schlaf. Oh. Wo lag der vor uns schon? Nanu? Hier hat jemand was unter der Tür durchgeschoben. Sorry, da hab ich sonst nicht gesehen. Oh, a brief. Wir wurden gebrieft worden. Ich kann dir helfen, deine Unschuld zu beweisen, denn ich glaube an deine Unschuld. Doch ich muss dir auch vertrauen können. Noch können wir uns nicht treffen, daher werde ich dir nur Hinweise zukommen lassen. Wenn du mein Angebot annehmen willst, findest du den ersten Hinweis am Grab deines Vaters. Das verwirrt mich jetzt ein bisschen. Von wem ist diese Nachricht? Murray? Nein. Warum sollte er ein Interesse daran haben, meine Unschuld zu beweisen? Außerdem treffe ich ihn ständig. Aber wer weiß sonst noch, dass ich hier im Hotel wohne? Ich sollte dem vorsichtig nachgehen. Und ich sollte herausfinden, wo hier der Friedhof ist. Na, eigentlich Wormhill. Wie, das ist jetzt diese Zwischensache gewesen? Okay, ich dachte, da will ich doch mal hinlegen. Also, wer uns helfen will, es wird wahrscheinlich ein Charakter sein, der schon aufgetaucht ist.
Das sind jetzt welche, die neu aufgetaucht sind. Ich meine, außer Ralph, das glaube ich, dass er so eine Nachricht schreiben könnte. Das würde man schon merken. Es könnte die Psychologin sein. Glaube ich auch nicht. Es könnte die Krankenschwester sein bei Victoria. Eher möglich. In der Polizeistation, der Sack, glaube ich nicht, Inspektor auch nicht. Nee, der würde anders uns reagieren. Eventuell noch. Das ist doch hier die Touristin aus dem zweiten Teil. Dieses Touristen-Ehepaar, was ständig über den Weg gelaufen ist. Ja, mal gucken. Wer könnte es noch sein? Die Dennis? Wie ist die Dennis? Wie ist denn die? Die im Café gearbeitet hat. Na, mal schauen. Aber zurzeit haben die jetzt nicht so ein charakterliches Profil, dass das irgendwie passen würde. So, wir sollen rauskriegen, wo der Friedhof ist. Murray ist der beste Ansprechpartner. Hi, Murray. Oh, der ehrenwerte Mr. Michael. Ja, ist halt die Klappe. Murray, wissen Sie, wo hier ein Friedhof ist? Ein Friedhof? Wollten Sie sich nicht ausruhen? Mir ist nicht mehr nach Ausruhen. Den Friedhof hinter dem Hotel werden Sie wohl nicht suchen. Der wird gerade umgebaut. Der wird gerade was? Ich habe ihn vorerst entfernen lassen, um ihn dort in einem spektakuläreren Ambiente ganz neu... Damit kann ich für einige Zimmer höhere Preise nehmen, mit Blick auf den Gordon-Friedhof. Da liegen auch nicht alle Gordons. Sie haben die Gräber der Familie Gordon planieren lassen? Um ganz ehrlich zu sein, lag dort nur Lothar Gordon, der Gründer des ehemaligen Sanatoriums. Die Familiengruft der Gordons befindet sich an der Kirche von Wormhill. Hab ich das gerade gehört? In Wormhill also. Ist das gerade jetzt... Ist dieser Effekt... Nee, das klingt oder so. Seltsam. Ist diese Nachricht hier von Ihnen? Wie bitte? Nein, ich spreche meine Gäste persönlich an, wenn ich etwas für sie habe. War vorhin jemand hier, der nach mir gefragt hat? Nein, Sie sind einfach noch nicht bekannt genug. Aber das wird schon, glauben Sie mir. Bis dann, Murray. Frisch ans Werk. So, wir haben einen neuen Tagebucheintrag. Wie lautet der? Das Grab meines Vaters. Der heutige Abend wird wohl länger als geplant. Jemand glaubte an meine Unschuld. Oder glaubt sogar noch. Doch ich soll mich erst beweisen. Nur warum? Und wer hat mir diese Nachricht geschrieben, die ich in meinem Hotelzimmer gefunden habe? Murray wohl kaum. Ich muss zu Samuels Grab. Grab, genau, Grab. Wenn ich mehr wissen will. Leider habe ich keine Ahnung, wo es hier einen Friedhof gibt. Durchgestrichen. Es gibt einen großen Friedhof an der Kirche in Wormhill. Der Pfarrer dort wird mir hoffentlich helfen können. Ja, hier war nämlich am Sanatorium ein kleiner Friedhof. Da mussten wir im ersten Teil auch hin, um für Lothars Grab da einen dieser Schlüssel zu holen. Können wir jetzt mit der Info eigentlich so nach links gehen? Nö. Ich dachte, vielleicht können wir da noch irgendwas machen. So, na gut. Karte nehmen. Wormhill. Na, wahrscheinlich von Black Mirror. Zurück und dann hier nach links. Wir müssen ja alles einmal per Fuß anreisen erst. Also gehen wir hier zum Wald. Und hier die Straße lang. Ich hätte halt, wie gesagt, mehr gern Maßstab, dass wir ein bisschen abschätzen können. Obwohl, gut, wir haben jetzt den... Moment, wir haben doch gerade eben das Tor gesehen dort. Und das waren doch keine 20 Meter. Also das ist ja alles wirklich sehr nah beieinander. Na egal. Ich meine, das klang ja schon ein bisschen so als ersten Teil. Ja, Robert ist zum Sanatorium unterwegs und nicht angekommen. Ich glaube, das wäre eine halbe Tagesreise gewesen. Laut Karte heißt dieser Bach hier Old Wandsford. Dickicht. Das reinste Dickicht da hinten. Und neblig dazu. Mich würde nicht überraschen, wenn plötzlich irgendwelche Untoten da herumtaumeln würden. Ach, Untote, gibt doch andere Wesen, die da auflauern können, um an dein Blut zu kommen, dein Fleisch vom Knochen zu reißen, oder dich auch einfach in den Wahnsinn zu treiben. So, paar Stämme umgestürzt, aber zumindest aufgebarrt. Hier ist auch wieder ein Trampelpfad. Was soll ich mitten im Wald? Dieser Trampelpfad? Ja, wahrscheinlich der hier sein. Interessant. Definitiv, diese Zwischengänge müssen wir dann immer mal abgehen.
Vielleicht finden wir da irgendwo was. Oh, die ist aber auch. Ja, damals ging es dort zum Friedhof. Ah, gibt es immer noch zum Friedhof? Und hier rechts war damals der Friedhofs. Ja. Gräber gewesen. Aus dem ersten Teil. Im zweiten Teil kamen die gar nicht vor. Hier liegt Miss Valley, ermordet von meiner verfluchten Schwester. Vielleicht sollte ich beim nächsten Besuch ein paar Blumen mitbringen. Hier liegt Miss Valley. Okay, wir können einzelne Gräber anschauen. Nicht alle. Wie läuft der? Achso, der läuft auf dem Weg. Gut, das ist. Hat ein bisschen Pietät, anstatt einfach um Toten rumzutrampeln. Was man theoretisch eh immer macht, aber egal. Die Kirche von Wormhill. 800 Jahre alt und ohne Turmspitze. Sehr ungewöhnlich. Hinter den Lamellen könnten Glocken sein. Dann sind das kleine Nebenglockentürme. Wir waren im ersten Teil im Glockenturm, was zu machen. Aber wenn das die kleinen Glockentürme sind, fände ich das etwas seltsam. Man kam rein und ist da irgendwie nach rechts gegangen. Ne, von hier aus. Achso, das war also dann ganz hinten gewesen. Gut. Ein Wehrturm mit Zinnen. War im Mittelalter ja vielleicht nötiger als ein Turm für Glocken. Erhöhte Position, ausspähen. Die Stelle sieht eingedrückt aus. Ob das ein Leichenwagenfahrer mit Einparkschwierigkeiten war? Na, der wollte, die Leiche war noch warm gewesen. Uralte Grabsteine. Wie es aussieht, hat sich das Design seit Hunderten von Jahren nicht geändert. Naja, schon ein bisschen, wenn man es mal genau anschaut. Frisches Grab. Sandy, Bates. Das ist ein ganz frisches Grab. Es liegen sogar noch ein paar Blumen drauf. Das ist ein ganz frisches Grab. Ja, da steht ein Name, du Nase, bestimmt. Tor. Dummer Tor. Oh, wie langsam ist er sich wieder bewegt. Na gut, auf Friedhof soll man nicht rennen. Das ist noch der gleiche Pfarrer wie vor 12 Jahren. Das war lustig. Abgeschlossen. Dahinter befindet sich wahrscheinlich das Wohnhaus des Pfarrers. Okay. Also er hat mir... Oh Gott. Können wir einen Trick machen? Einfach hier... Ich bin den Weg. Ah, wir müssen echt dort lang. Wir können nicht mal zurück, okay. One way. Straße. Vielleicht können wir auch nicht in die Kirche gehen, weil es zu ist. Dann kommen wir gleich auf den Friedhof. Kann auch alles sein. Der Screen sieht fast so aus wie der 1 noch. Diese europäischen Kirchen sind schon beeindruckende Bauwerke. Als diese hier gebaut wurde, existierte Amerika wahrscheinlich nur unter dem Namen Indien in den Köpfen einiger Seefahrer. Ein riesiges Mosaikfenster für die optimale Erleuchtung. Ein Beistuhl. Wer ist das? Sieht nicht gerade wie der Pfarrer aus. Okay, gucken wir dann mal rein. Wir können gerade auch nicht vorgehen. Kahle Holzbänke, sehr einladend. Da möchte man sich sofort reinknien und losbeten. Sei nicht so zynisch, Darren. Wenn jemand macht, ist doch okay. Hier sind einige Bibelsprüche eingraviert. Siehe das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt trägt, sagt Johannes 1, 29. Denn Christus ist mein Leben und Sterben ist mein Gewinn, sagt Philippa 1, 21. Viele sind berufen, aber nur wenige auserwählt. Matthäus, bla bla bla. Der Herr ist bei mir, ich fürchte mich nicht. Psalm 118, 6. Können die Säule immer noch hier angucken? Sind einige, siehe da, denn Christ, viele sind okay, berühmt. Könnte also interessant werden. So. Nein. Fuck. Bleib drin, mein Junge. So, gibt's hier noch Bodenplatten? Ich wollte nämlich eine Bodenplatte noch suchen. Grabplatten auf dem Boden. Komm, wir gehen mal zum Beistuhl. Wer weiß, wer da gerade wieder eine Erleuchtung findet.
Der Penner? Hey, sieh da. Guten Morgen. Ach, weh? Ach, Fritus. Entschuldige, Junge. Ich muss eingenickt sein. Im Beichtstuhl? Bankier hat immerhin ein Kissen. Sie sind nicht der Pfarrer, oder? Gott bewahre. Ich bin Mark Colby, der Totengräber. Sie haben als Totengräber bestimmt viel zu tun hier in der Gegend, nicht wahr? Das stimmt. Mein Job hier ist krisensicher. Wenn keine neuen jungen Leute nachkommen, warum ist er krisensicher? Die Alten sind irgendwann alle tot. Sie als Totengräber wissen nicht zufällig, wo das Grab von Samuel Gordon ist? Er müsste 1981 bestattet worden sein. Da fragst du mich was, Junge. Vor 12 Jahren sind hier so viele Leute gestorben. Gute und böse. Unter den merkwürdigsten Umständen. Da kann ich mich nicht mehr daran erinnern, wer wo liegt. Am besten sprichst du mit Vater Frederick, dem Pfarrer. Vielleicht erinnert er sich noch. Okay. Wo finde ich denn den Pfarrer? Heute? Gar nicht mehr. Hat sich heute Mittag verabschiedet. Irgendeine Konferenz. Aber er wollte morgen Mittag wieder da sein. Auch lustig, beim ersten Teil hat der Pfarrer ja auch keine Zeit gehabt. Wir mussten eine Weile warten. Der Totengräber ist auch vertröstet. Da ist ein frisches Grab vor der Kirche. Das von Sally, der jungen Köchin aus dem Schloss. Sie ist verbrannt, die Arme. Genau wie der alte Bates. Das Feuer hat da keinen Unterschied gemacht, ja. Aber Bates liegt nicht hier. Lady Victoria bestand darauf, ihn wie ein Familienmitglied in der Gordon-Gruft zu bestatten. Genau wie Lady Eleanor, nehme ich an. Ja, da ist noch reichlich Platz in der Gruft. Viele von den Gordons wurden dort gar nicht bestattet. Warum nicht? Ah, da gibt's einfach zu viele Mörder und Selbstmörder. Die werden auf katholischen Friedhöfen nicht gern gesehen. Vor allem die Selbstmörder nicht. Wieso? Was passiert mit denen? Na, die werden anonym bestattet. Und ohne kirchliche Zeremonie, ohne Glockenläuten, ohne Gebet, ohne Pfarrer, ohne alles. Noch vor Sonnenaufgang an der Nordwand. Sind das nicht Methoden aus dem vorletzten Jahrhundert? Da, wo du herkommst vielleicht. Aber wir sind hier in Wormhill, Lordschaft Black Mirror Castle. Da ticken die Uhren anders, mein Junge. Selbstmörder werden woanders beigesetzt, außer in der Gruft. Der William ist ja auch beigesetzt worden. Hier auf dem Friedhof. Und zwar neben der Gruft. Da haben wir das Graben da eins aufgemacht. Ist das jetzt die Notwand? Weil ansonsten ist ja doch in der Nähe der Gruft passiert. Guckt mal, sieht schon ein bisschen eklig aus mit der Hand. Ziemlich waldige Gegend hier. Soll auch der Grund sein, warum es eine besonders blutige Gegend ist. Das Böse im Wald. Die Leute hier haben wohl zu viele Horrorgeschichten gelesen. Oder selbst erlebt. Warst du schon mal nachts hier im Wald? Nein. Da soll wohl einiges unterwegs sein. Mordende Schlösser, Wiedergänger oder die gefräßigen Dämonenhunde vom dunklen Mordred. Da gibt es viele Geschichten drüber. Vermutlich so viele, wie es Leute hier gibt. Der Wald um Willow Creek kommt mir besonders unheimlich vor. Ja, vor allem gibt's da unheimlich viele Wildschweine. Die trampeln mir schon mal den Zaun um, wenn sie an die Kundschaft ran wollen. Aber ich habe schöne Fallen aufgebaut. Freu mich schon auf den Braten. Der Pfarrer hat's erlaubt. Muss er noch sagen. Gibt es irgendwas Besonderes über die Kirche hier zu wissen? Was meinst du denn, Junge? Von wem sie gebaut wurde? Von mir jedenfalls nicht. Auch wenn ich vielleicht so alt aussehe. Muss zu Lebzeiten von Marcus Gordon gewesen sein. Hast du die dunkle Stelle da oben am Turm gesehen? Ja. Da sind ihm die Steine ausgegangen. Und das heißt, er hätte für das letzte Stück da oben Steine aus seinen Schlossmauern genommen. Hat sein eigenes Schloss demoliert, um die Kirche fertig zu kriegen.
Ein vorbildlicher Christ. Vielleicht lief auch seine Zeit ab. Hat sich am Ende da drin ja bestatten lassen. Eine fast 30 Meter hohe Gruft mit Altar ganz für ihn allein? Ziemlich bescheiden, der Mann. Sind sie doch alle, die feinen Pinkel. Er hat sich eine extra Gruft gegönnt unter dem Kirchenschiff. Die ist aber eingestürzt vor 12 Jahren. Kann keiner mehr rein. Ist die bei uns eingestürzt? Ja, ich glaube schon, ja. Was machen Sie eigentlich den ganzen Tag? Dumme Fragen beantworten. Naja, ich meine, Gräber ausheben wird ja nicht alles sein, was Sie zu tun haben, oder? Ja, hast schon recht, Junge. Ich buddel nicht nur rum, ich repariere auch Sachen. Halte die Kirche in Schuss, bewache die Gräber. Und wenn du denkst, das Unkraut wächst hier ganz von allein, dann hast du falsch gedacht. Das ist weder Unkraut noch wächst es von allein. Aber wen interessiert das schon? Was haben Sie damit gemeint, Sie bewachen die Gräber? Na, wegen der Kundschaft. Dass die nicht ausgebuddelt wird. Von Hunden und so. Was für Hunde? Na, Streuner. Ach so. Aus der Gegend. Ein Friedhof ist doch für die sowas wie... Eine unterirdische Würstchenbude? Ja, genau. Mit verdammt zähen Würstchen. Sehr schön. Kennen Sie sich in Wormhill aus? Klar, sind doch nur ein paar Häuser hinter dem Wald. Ich sage dir, da ist hier mehr los. Suchst du was Bestimmtes dort? Nein, ich wollte mir nur ein Bild von der Gegend hier machen. Schau dich lieber auf dem Friedhof um, dann hast du ein Bild von der Gegend. Und falls du dir ein Plätzchen sichern willst, sag mir Bescheid. Ich empfehle den Südhang. Beste Lage. Ah, danke für den Tipp. Aber mit dem Tod habe ich's nicht eilig. Aber der Tod vielleicht mit dir. Ich muss weiter. Halt die Augen offen, Junge. Der wirkt sympathischer als nur eins. So, und damit haben wir in der Kirche erstmal alles gemacht. Jetzt bin ich mal gespannt, ist das jetzt die Notwand? Oh, ist es schon so spät? Na, ein Glück, dass wir nicht am Friedhof gegangen sind. Sagt ihr jetzt was wegen Sally? Das wäre nochmal ganz nett, einen Kommentar abzulassen. Die Kirche bleibt über Nacht offen. Das ist das Grab von Sally. Sie wurde ermordet. Von Louis. Das ist das Grab von... Jetzt finde ich das gerade ein bisschen seltsam. Kostet alles Strom und Heizung und so weiter. Nein, ich wollte hintergehen. Nein. Danke. Der Friedhof. Ja, genau, so ähnlich sah es doch auch aus. Da eins. Da war von William das hier nämlich hier gewesen. Und natürlich Markus sein Grab hat. Ein gepflegter Friedhof ist was anderes. Die meisten Gräber sind mit Ranken und Wurzeln überwachsen. Hm. Grabsteine ohne Namen. Grabsteine ohne. Und dahinter sind das Speere? Ah, die ist Zaun umgekippt. Ist klar. Kaputter Zaun, ja. Der Totengräber meinte was von Wildschweinen, die hier manchmal wüten. Das müssen aber verdammt große Exemplare sein und verdammt wilde dazu. Und die toben sich ausgerechnet hier aus? Merkwürdig. Okay, da würde ich gerne mal speichern. Ich habe gerade so ein bisschen die Befürchtung, dass mal so ein Wildschwein kommt und es umrennt. Machen wir es vielleicht mal so. Das ist die Familiengruft der Gordons. Die modrigen Skelette meiner Vorfahren liegen hinter dieser Tür. Ich habe kein Interesse daran, ihnen einen Familienbesuch abzustatten. Schade. Deine Verwandten? Ehrerbietung? Wie wär's denn?
Also, das ist eigentlich Williams Corp, deswegen würde ich erstmal kurz weiter gucken. Die Mauer ist eingestürzt, genau in der Mitte. Ganz ohne Abrissbirne. Bis sowas passiert, vergehen schon mal ein paar hundert Jahre. Ein Tor. Hier stehe ich nun. Abgeschlossen. Ich auch ein Tor. Dahinter befindet sich wahrscheinlich das Wohnhaus des Pfarrers. Also mal eine Runde gegangen sozusagen. Wenn der Friedhof hinten lag. Also die namenlosen Gräber sind interessant, aber schauen wir uns mal das große Grab mal an. Das ist das Grab von William Gordon, meinem Urgroßvater. Er starb im August 1981. Keine Ahnung, warum er nicht in der Familiengruft bestattet wurde. Wahrscheinlich ist das jetzt schon die Begründung mit der... Das ist das Grab von William. Mit, sag schon. Wir selbst mal sagen, da müssen die anderen ja auch hier sein. Dann ist das die Notwand. Sind sie ja trotzdem nahe der Gruft. Ich kann nicht sagen, wo genau das Grab ist. Grabsteine ohne Namen? Können wir eigentlich mit der Kamera wieder Bilder von irgendwas machen? Schöne Idee für Friedhofstouristen, aber nicht für mich. Also, das können wir ja eben nicht viel tun. Wenn er das Grab nicht genauer ansehen möchte. Dann können wir auch zurückgehen. Und hier hatten wir ja schon das eine Grab. Das war von der Miss Valley. Und hier hinten ist es auch wieder nur... Abgeschlossen. Dann gehe ich. Und ich bin sofort im Wald. Oh ne, jetzt ist der schon wieder hier. Gut. Was soll ich mitten im Wald? Sind bestimmt Wildschweine. Soll's hier ja jede Menge geben. Oder dämonische Höllenhunde, von denen der Volksmund spricht. Oder ein kleiner Wauwau. Fuck! Wolf. Wenn ich nicht zerfleischt werden will, muss ich schnell hier weg. Ab ins Dickicht, Wolf. Wasser? Bach? Hä? Was kann ich tun? Alles klar schon. Ey, wir haben mal wieder eine Todesszene gesehen. Was kann ich denn alles auswählen? Dickicht? Achso, es war eine andere Szenerie, wo ich Dickicht auswählen konnte. Den Fluss kann ich auch nicht springen. Kann ich Fluss springen? Probier mal klar mal. Ja, chill mal. Du stirbst noch ein paar Mal, es gibt eine Lade. Es gibt nichts, es gibt nichts. Trampelfahrt. Das sieht übelst weit weg aus. Nachts im Wald. Ja, ich kann auch nichts machen, ne? Sind sie weg? Vielleicht sehen sie auch noch eine Runde. Tu mal vor dem Sturm. Ich warte lieber, bis diesen Bestien der Appetit vergangen ist. Rück doch mal die Kiste rüber. Eine Kiste, die hier vor sich hingammelt. Möchte nicht wissen, was drin ist. Na gut, sehen wir mal nach. Ich hätte da vorgeschoben erstmal, dass ich in Ruhe herumgucken kann. Weil wenn wir die Tür zuhalten müssen, dann halte ich nicht viel aus. Gerade wenn wir nicht da sind. Ach Mist. Abgeschlossen. Ein Vorhängeschloss der richtig stabilen Sorte. Ein Vorhänge... Okay, wir speichern erstmal nach dem kleinen Wolfsüberfall. Wolfsspaß. So, und damit würde ich sagen, gucken wir uns das nächste Mal an, was wir in der Hütte hier finden, wo wir so grandios gleich beim zweiten Mal das geschafft haben. Ohne Item, gab ja diesmal nicht so viel zur Auswahl. Hätte man vielleicht Feuer machen können oder sowas.
Trampelfahrt sah es noch relativ weit weg aus, muss ich zugeben. Naja, was soll's. Also, euer Landetour. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.